Im Hochsauerlandkreis gibt es bereits die mobilen Retter. Und die haben uns auf die Idee gebracht, bringt das doch mal in den Kreistag ein. Das haben wir gemacht und das ist eines der besten Beispiele, dass Ideen aus den Parteien und aus deren Umfeld heraus auch viel Gutes geschehen kann. Und wir danken der Verwaltung, dass unsere Idee, die Ersthelfer, jetzt auch schnell umgesetzt wird. Der Vorschlag aus der Verwaltung heraus ist sehr gut, liest sich sehr gut. Und wir hoffen jetzt auch, dass sich viele Ersthelfer darüber bei den mobilen Retter registrieren lassen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis, die in dem Vorschlag ausgearbeitet wurde, begrüßen wir sehr. Auch dadurch können sich gute Synergien ergeben. Jetzt gilt es für uns hier, für den Landkreis, das Ganze zu erwärmen und möglichst viele mobile Retter oder die mobilen Retter mit Leben zu füllen, denn wenn es wirklich darauf ankommt, zählt jede Minute und wir hoffen, dass wir dem einen oder anderen dadurch helfen können. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben eben gehört, jede Minute zählt, nein, jede Sekunde zählt. Wir wissen, dass mobile Retter gerade im Einsatz sind bei Herz-Kreislauf-Stillständen und dort zählt jede Sekunde. Da gilt als erster Dank erstmal unserem Fachdienst Rettungsdienst, der uns diese Karte der Rettungsdienste in unserem Landkreis einmal dargestellt hat. Somit wird klar, dass wir einige weiße Flecken haben, in denen wir Hilfe unterhalb der 10 Minuten brauchen. Und nur um die zu gewährleisten, gibt es einmal die Helfer vor Ort, die wir alle kennen, die ja in der Feuerwehren eingebunden sind. Aber auch hier können die mobilen Retter, die zu finden sein werden, diese 10 Minuten weit unterschreiten. Auf der Internetseite der mobilen Retter sieht man, dass sie mittlerweile bei einer Einsatzzeit von 4,5 Minuten angekommen sind, sodass es letzten Endes auch hier dann eine wesentliche Verbesserung gerade bei Herz-Kreislauf-Stillständen kommen kann. Der Hochsauerlandkreis hat es gezeigt, dass von vor 3 Jahren dort waren es nur 500 mobile Retter. Mittlerweile sind dort im Hochsauerlandkreis 931 mobile Retter im Einsatz, die in diesem Verein, der ja gemeinnützig organisiert ist, organisiert, betreut und auch angesprochen werden. Was ganz wichtig ist, dass an dieser Stelle nicht für den Landkreis eine große Aufgaben wieder auf den Rettungsdienst zukommen, sondern letzten Endes, dass diese Arbeiten, die dort erledigt werden, mit einem minimalen Aufwand der Leitstellen zu erledigen sind, sodass dieser Arbeitsaufwand, der von Seiten des Kreises notwendig sein wird, auf ein kleinstes oder auf ein geringes Maß beschränkt sein wird, aber um trotzdem einen möglichst positiven und großen Effekt zu erzielen. Ein zu guter Schluss, also wir werden dem Antrag selbstverständlich zustimmen, wir halten ihn für sehr gut, aber ein Wermutstropfen bleibt. Und der ist das, wenn wir die mobilen Retter im Einsatz haben und die haben den Patienten gerettet, und der Rettungswagen ist da, erst dann geht das Chaos los. Wir wissen alle und wir hören das auch durch die Medien, dann geht die Frage los, ja, wo fahren wir denn den Patienten jetzt hin? Ja. Große Fragen stehen im Raum und wir wissen alle, dass es da die Aufgabe ist und die geben wir bitte an unsere Bundeslandesabgeordneten weiter, dass es gerade an dieser Stelle noch viel Bedarf gibt. Letzten Endes hat der Landkreis mit diesem Einsatz der mobilen Retter alles getan, was notwendig ist, aber ich denke, die Stellen darüber, gerade Land und Bund, müssen wir noch nacharbeiten, weil es kann nicht sein, dass wir in 4,5 Minuten vor Ort sind, aber dann der Patient nachher eine halbe Stunde auf dem Flur in einem Krankenhaus liegt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Vorsitzender, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen und Kollegen von der FDP, vielen Dank für den Antrag, für die Initiative, die aus unserer Sicht zu befürworten ist. Das wird mal vorweggenommen. Ja, aufgrund meiner ursprünglichen Tätigkeit auf der kardiologischen Wochenstation in Frankenberg und aufgrund dessen, dass ich einige Male mitbekommen habe, wie segensreich man doch einwirken kann, wenn man Patienten möglichst frühzeitig reanimiert und möglichst frühzeitig Wiederbelebungsmaßnahmen
einführt, kann ich nur sagen, ist dieser Antrag auf jeden Fall zu begrüßen und sollte auch möglichst viele Mitmacher finden. In Waldeck-Frankenberg haben wir natürlich ein Problem. Klar, wir haben einen sehr großen Flächenkreis, wir haben Flächen abzudecken, die sind deutlich größer wie in anderen Landkreisen. Und wenn wir das sinnvollerweise machen müssen, brauchen wir natürlich auch entsprechend örtliche Rettungswachen. Das ist ja in Teilen schon passiert. Es gibt noch so ein, zwei weiße Fleckchen, sag ich mal, wo man vielleicht noch nachbessern könnte, also in Richtung Frankenau, Webershausen drüber. Und ich glaube, in Richtung Ussel drüber gibt es noch eine weiße Ecke sozusagen, wo man noch nachbessern könnte. Allerdings ist es natürlich auch nicht ganz einfach, in so einem Flächenkreis das alles so abzudecken, dass das einigermaßen passt. Dazu kommen die neuen Einrichtungen der First Responder Einrichtungen, die von Feuerwehren und von Baden-Leuten entwickelt werden. Das finde ich auch eine sehr gute Einrichtung darüber hinaus. Dann jetzt noch zur flächendeckenden Versorgung, die sozusagen mobilen Retter. Mir war das Vorfeld auch nicht bekannt, muss ich ehrlichkeitshalber sagen, dass es sowas gibt. Was mal angeschaut, insgesamt eine sehr sinnvolle Sache, insgesamt auch eine, wenn man das mal von den Minutenansätzen her sieht, eine Aktion, die innerhalb von 4,5 Minuten, wenn man dem Glauben schenkt, war von 4,5 Minuten dann im Schnitt zum Eintreffen von der Alarmierung zum Eintreffen am Patienten zählt und ein Krankenwagen 9 Minuten braucht. Wenn man dann allerdings davon ausgeht, dass eine Hirnschädigung schon nach 3 bis 5 Minuten eintritt, ist das so, wie der Kollege das gerade gesagt hat, nicht jede Minute, sondern jede Sekunde zählt. Genau das ist das Problem. Und genau da möchten wir auch nochmal sensibilisieren, dass diese mobilen Retter eine super Ergänzung sind für das jetzige Rettungssystem, aber auf gar keinen Fall die Laienreanimation, sprich die Laienrettung sozusagen in Anführungszeichen ersetzen, weil das in der Regel die Menschen sind, die als allererstes vor Ort sind und die als allererstes Reanimationsmaßnahmen einleiten können. Und da kann man nur eins sagen: Nichts machen ist der falsche Weg. Anfangen, tun, reanimieren ist der richtige Weg und von der Seite her, Gott sei Dank, von der FDP die richtige Initiative, die wir zu 100% unterstützen und hoffen, dass das auch gut angenommen wird. Vielen Dank. Nächste Runde. Sehr geehrter Herr Kreisbeigeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht das wiederholen, was jetzt von meinen Vorrednern schon gesagt wurde. Ich möchte es eher noch ein bisschen verschärfen, indem ich den Gedankengang von Herrn Wilke aufgreife. Ich kann jetzt nur für Bad Hüllung sprechen, aber in Bad Hüllung gibt es die Bemühungen der Ersthelfer und der First Responder seit über 2 Jahren. Und dank deren Einsatz sind auch schon Menschenleben nachweislich gerettet worden. Das zum einen, was mir viel mehr Angst macht, nicht, dass die Patienten dann eine halbe Stunde auf dem Flur liegen, sondern dass sich im Kreis immer mehr Notfallaufnahmen abmelden müssen und überhaupt keine Notfälle aufnehmen können, wegen Personalmangels oder wegen Ärztemangels. Das zeigt auch die Dringlichkeit und die Wichtigkeit, dass wir hier an der Stelle dem Antrag der FDP vollumfänglich zustimmen. Und für die FDP-Fraktion kann ich auch sagen, dass wir das sehr gerne machen werden. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Das wird unser Rettungssystem an sich nicht revolutionieren oder umändern, aber vielleicht doch den einen oder anderen Menschen das Leben retten. Von daher lassen wir uns da zustimmen. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Vorredner haben es viele schon sehr gut auf den Punkt gebracht und da möchte ich trotzdem noch mal ein paar Worte an ein paar Stellen zu sagen. In vielen Gemeinden und Städten in unserem schönen Landkreis gibt es ja schon ähnliche Systeme, Helfer vor Ort, First Responder, da ist das gar nichts Neues. Die machen das auch gut, Problem an der Stelle war einfach immer oder ist, dass die örtlich gebunden sind. Das ist so eine gute Ergänzung, die mobilen Retter zum Rettungsdienst, der bei uns im Landkreis tatsächlich sogar gut aufgestellt ist, obwohl wir vielleicht im Landkreis sind. Wenn wir das mit anderen in der Größenordnung vergleichen, stehen wir schon ganz gut da, das muss man einfach so sagen. Aber das kann letztendlich den entscheidenden Unterschied machen, Leben zu retten bei einer Reanimation, wenn wir so mobile Retter vor Ort haben und vor allen Dingen die Qualität, die nachher der Patient hat.
kann er seine Kinder, seine Enkelkinder nochmal in den Arm nehmen oder studiert er nur noch die Decke? Das ist das Entscheidende, wo es jeweils darauf ankommt, ist die Zeit und das können wir so erreichen. Vorteile der mobilen Retter sind ganz einfach, dass sie örtlich nicht begrenzt sind, weil sie über ihre App sozusagen geortet werden. Und egal, ob der jetzt aus Medebach nach Korbach reinfährt oder anderswo, wenn wir das gleiche System nutzen, funktioniert das. Zweiter Vorteil wäre, es ist ja deutlich mehr als eine Leinwärmaktion, weil alle die, die sich dort anmelden, einen zumindest grundlegenden medizinischen Hintergrund haben, egal ob Sanitäter, Krankenschwester, Arzt, Helfer, wie auch immer. Dritter Vorteil ist, und das funktioniert tatsächlich im Hochsauerlandkreis auch schon sehr gut, der zweite Helfer, der vor Ort kommt, bringt in der Regel den nächstgelegenen AED, automatischen externen Defibrillator mit, die ja häufig irgendwo an den Dorfgemeinschaftshäusern hängen. Das Ding rettet dann vielleicht tatsächlich entscheidend das Leben oder halt auch nicht. Und noch ein ganz entscheidender Vorteil, den ich sehe, ist an vierter Stelle, die Leitstelle kann deutlich eher aus der Telefonreanimation aussteigen und ist frei für andere Tätigkeiten. Und an der Stelle, da geht es ja dann weiter, nochmal vielleicht auf die Freien Wähler, genau das ist das Problem. Der Reanimationspatient wird mit Sicherheit keine halbe Stunde im Krankenhaus auf dem Flur liegen. Das ist uns allen klar, aber genau das ist das Richtige. Das Problem liegt tiefer und woanders. Das können wir im Kreistag nicht lösen. Das geht an Land und Bund, das in den Krankenhäusern, bei den Rettungsdiensten. Das System wird untergehen, wenn es so weitergeht. Die Bevölkerung wird immer hilfloser. Ich merke das ja auch jeden Tag in meinem Job. Und wir können da nicht viel machen, aber da muss nachgesteuert werden. Und noch sind wir in der glücklichen Situation, dass so ein Patient zumindest direkt im Schockraum versorgt wird und dass das ja noch funktioniert. Aber da habe ich auch ein bisschen Angst vor, wie das in Zukunft weitergeht. Ich glaube, es war sinnvoll, zunächst zu prüfen, welches System wir verwenden wollen in Waldeck-Frankenberg in Verbindung mit den Nachbarlandkreisen, zum Beispiel HSK. Und ich glaube auch, wenn ich mich so umhöre, dass da gegebenenfalls der ein oder andere Landkreis auch in diese Richtung fahren will, in Nordhessen. Die Implementierung des Leitstellensystems, der Aufwand, der in der Verwaltung entstehen wird, ist auch mit Kosten verbunden und natürlich viele andere Dinge. Großes Lob an den Fachdienst für die Vorlage, ja, und auch an euch. Danke für den Antrag, wir stimmen jedenfalls zu. Na, ob das ein Kompliment ist, wenn der Frau Schäfer zu mir sagt, na, kommst du durch, weiß ich ja auch nicht. Lieber Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute das wichtige Thema Pflegestützpunkt auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir einfach hier Bedarf sehen. Und Claudia Ravensburg und ich waren letzte Woche auf einem parlamentarischen Abend der Johanniter in Wiesbaden. Da hat eine Pflegekraft zu uns gesagt, die Alten, in Anführungsstrichen, sind die schnellste nachwachsende Ressource. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist auch so. Und wenn wir mal selber drüber nachdenken, wie wollen wir im Alter versorgt werden, da glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Thema und am liebsten gut in den eigenen vier Wänden. Dafür brauche ich aber eine gute Beratung, dass das auch gut funktioniert. Ich habe mir für die heutige Debatte und Begründung des Antrages nochmal rausgesucht, wie sieht es denn eigentlich im Landkreis Waldeck-Frankenberg aus. Wir haben ca. 10.500 Pflegebedürftige. 2.361 werden stationär betreut. 2.360 ambulant, 497 teilstationär und 5.301 von Angehörigen gepflegt. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an alle Fachkräfte, die es professionell machen, aber vor allen Dingen auch an die Angehörigen, die da wirklich Doppel- und Mehrfachbelastungen tragen müssen. Herzlichen Dank. Und wenn wir sehen, dass wir in einer älter werdenden Gesellschaft leben, dann ist auch ganz klar, dass der Bedarf an Leistungen und Angeboten hoch ist und auch weiter steigen wird. Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir eine große Anfrage gestellt zum Thema Pflegestützpunkt. Die hat nochmal ganz deutlich gemacht,
wie exzellent und wie gut unser Pflegestützpunkt hier im Landkreis arbeitet. Auch deswegen herzlichen Dank an den Pflegestützpunkt. Die Aufgaben wollen wir jetzt erweitern bzw. möchten, dass dezentrale Beratungsmöglichkeiten hinzukommen. Wir denken, das ist unabdingbar und deswegen bitte ich recht herzlich Sie alle heute unserem Antrag von SPD und CDU zuzustimmen, denn das bedeutet mehr Hilfe und mehr Beratung für Betroffene im Landkreis, auch um selbstbestimmt alt werden zu können. Und ich habe eben schon mal gesagt, die meisten im Landkreis werden zu Hause von Angehörigen betreut. Das sind 81,6%. Und pflegende Angehörige, die können eben Beratung und Unterstützung vom Pflegestützpunkt bekommen. Die fühlen sich aber oftmals alleingelassen, psychisch und physisch stark belastet. Und eine Studie vom VDK Hessen-Thüringen 2020 hat gezeigt, dass es der Wunsch ist dieser Angehörigen, dass es eben eine noch bessere Beratung gibt und vor allen Dingen eine engere Begleitung im Pflegealltag. Das sogenannte Case Management. Damit man einfach eine Hilfe hat, die einen durch den Pflegedschungel leitet. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir mittlerweile die Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger hier im Landkreis haben. Ich glaube, das ist für uns alle und für diejenigen, die betroffen sind, wirklich ein Mehrwert. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen ein gutes Versorgungsnetz mit Betreuungsleistung und Beratung, und zwar auf kurzen Wegen. Und deswegen möchte ich nochmal für diesen Antrag werben, für die erfolgreiche Arbeit des Pflegestützpunktes, die wir ausweiten wollen, die wir optimieren wollen, die jetzt wohnortnah sein soll, wo auch eine aufsuchende Beratung möglich sein soll, aber vor allen Dingen auch ein zweiter Standort. Wir sind der größte Flächenlandkreis in Hessen. Andere haben mittlerweile schon zwei Standorte oder Teilpflegestützpunkte. Ich glaube, uns steht es gut zu Gesicht, wenn auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg einen zweiten Standort hier einführt, damit wir keinen allein lassen und dass Menschen, die Hilfe brauchen, wenn es um die Pflege geht, sich gut beraten fühlen und gut begleitet werden. Also, kurz zusammengefasst, helfen Sie mit, stimmen Sie unserem Antrag zu. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, die Perspektive darauf, wie wir das Alter als Lebensabschnitt sehen, hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Zu Recht fordern ältere Menschen für sich ein, dort ein selbstbestimmtes Leben weiterhin zu führen, dort ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit zu verwirklichen zu können. Gleichwohl ist es so, dass viele Personen in die Situation gezwungen werden, dass sie dann eben pflegebedürftig sind. Die Kollegin Dr. Sommer hat ja schon darauf hingewiesen, welche Herausforderungen wir im Bereich der Demografie haben. Und in der Tat, dort liegt eine große Herausforderung vor uns. Die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge rund um das Jahr 1960 mit Geburtenjahrgängen von bis zu 1,4 Millionen Geburten pro Jahr. Das sind ganz gewaltige Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und wenn Sie jetzt da einfach mal rechnen, 1960 bis heute sind wir eben in der Spanne von 63 Jahren. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Und jeder von uns wird sicherlich schon mal damit in Berührung gekommen sein, wenn man im unmittelbaren Umfeld als Angehöriger in die Situation kommt, ein Angehöriger ist pflegebedürftig, dann stellen sich erstmal sehr viele Fragen, sehr viel Hilfebedürfnis ist da. Und das war auch die Überlegung gewesen, weshalb der erste Pflegestützpunkt hier in Waldeck-Frankenberg eingerichtet wurde. Seinerzeit, das war ja noch zu
Das war ja noch in der vorvorigen Wahlperiode, also ein Projekt von Rot-Grün-Rot seinerzeit. Ich kann mich auch daran erinnern, dass die CDU seinerzeit nicht so begeistert davon gewesen war, das vornehm auszudrücken. Aber diese Perspektive, dort eben Angehörigen zu helfen und dort eben auch Wegweisung zu bringen, das war ein richtiges Anliegen. Und von daher ist natürlich jetzt die Überlegung, das auszubreiten, wenn man eben so eine demografische Entwicklung hat, wie wir sie haben, ist natürlich richtig. Ich glaube, dass es aber auch wichtig wäre, dann auch noch zu schauen, was sind tatsächlich wie genau müssen wir es weiterentwickeln. Dort sind ja im Antrag zu Recht Unschärfen drin, zu Recht. Aber jetzt gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. Der eine Weg ist, direkt beschließen und zum Kreisausschuss geben. Wir verabschieden uns davon. Wir würden gerne das Thema im Fachausschuss weiter beraten und würden deswegen eine Ausschussüberweisung wollen die beantragen, würden uns freuen, wenn Sie dem zustimmen könnten, sodass wir dort dann eben die weitere Ausschaffierung machen können, fragen können, wie ist es, wie ist die Wohnort nahe und die aufsuchende Arbeit auszugestalten. Ich fände das schön, wenn wir das im Ausschuss machen können. Die Grundrichtung des Antrags der Kollegen und Kolleginnen der Großen Koalition geht in die richtige Richtung und würden natürlich dem Antrag auch in der Hauptsache zustimmen, aber ich fände es, sage ich mal, auch angesichts der Ergebnisse, die wir heute schon bei den letzten beiden Sachdebatten hatten, für wünschenswert und für gewinnbringend halten, wenn wir an dieser Stelle auch im Fachausschuss darüber beraten können. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, grundsätzlich ist die Erweiterung des Pflegestützpunktes eine begrüßenswerte Idee. Durch die Entwicklung des demografischen Wandels ist ein verstärktes Bedürfnis auf ein selbstbestimmtes Leben im häuslichen Umfeld entstanden und die bürokratischen Hürden für Pflege- und Versicherungsanträge steigen. Es gibt bereits Systeme, die Hilfe anbieten, wie zum Beispiel das Board in Willingen-Diemelsee, welches von Frau Dr. Kappelhoff geleitet wird, die sich um eine Vernetzung der sozialen Angebote im Alter kümmern. Hier wäre der Landkreis gefordert, solche Angebote zu unterstützen, diese miteinander zu verbinden und helfen, beizustehen. Denn wir müssen nicht das Rad neu erfinden, sondern müssen die vorhandenen Einrichtungen stärken. Der Pflegestützpunkt in Korbach leistet hier bereits wertvolle Arbeit. Hierfür recht herzlichen Dank. Bevor jetzt jedoch noch der Arbeitsbereich durch einen zweiten Stützpunkt ausgeweitet wird, sollte hierzu aber auf jeden Fall die Machbarkeit und Leistbarkeit des Landkreises untersucht werden. Schon jetzt werden händeringend Arbeitskräfte in der Kreisverwaltung gesucht und die Personalsituation ist prekär. Daher sollte erst einmal geprüft werden, wie hoch der Finanzrahmen sein muss, mit dem wir diesen zweiten Stützpunkt ausstatten. Weiterhin muss überlegt werden, wo dieser Stützpunkt eingerichtet wird. Sicherlich bietet sich hierfür der Südkreis an. Die Fraktion der FDP kann sich mit der Einrichtung eines zweiten Stützpunktes anfreunden, nicht jedoch ohne vorher die geforderten Punkte von besserer Vernetzung vorhandener Angebote, Prüfung des Finanzrahmens und Klärung der Standortfragen zu klären. Daher können wir den Antrag im Bereich des Ausschusses von Herrn May gerne zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich der Antragsbegründung meiner Kollegin Dr. Daniela Sommer vollumfänglich anschließen. Wir haben den Pflegestützpunkt hier in Waldeck-Frankenberg besucht und hatten auch die Möglichkeit, sowohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegestützpunkts an der Spitze Herrn Engel zu sprechen, aber auch mit unserer Gemeindepflegerin im Bereich Ahrholzen und das war ein sehr offenes und interessantes Gespräch und wir haben doch sehr wahrgenommen, wie wichtig dieser Pflegestützpunkt ist. Herr May musste die CDU auch konstatieren, wir sind schon sehr schnell dann umgesprungen zu dem Thema, aber am Anfang waren wir etwas skeptisch, das ist aber schon lange her, wir stehen voll hinter dem Pflegestützpunkt, denn hier wird nicht nur viel geredet, sondern hier gibt es ganz wichtige Hinweise und Hilfestellungen für die Angehörigen und die Personen, für die plötzlich sich eine Pflegesituation einstellt und die nicht wissen, wie sie Unterstützung bekommen.
Und deshalb hat sich auch hier im Landkreis eine sehr große Verbreitung und Bekanntheitsgrad dieses Pflegestützpunktes ergeben, weil wegen der Vernetzung die Anbieter vor Ort auch die Sozialämter auf den Pflegestützpunkt verweisen. Die Fragen, mit denen sie plötzlich beschäftigt sind, ist, dass pflegende Angehörige fragen, welche Ansprüche habe ich, welche Anbieter gibt es im Kreis, welche Unterstützungsmöglichkeiten könnte ich bekommen, wie finde ich eine Pflegekraft, überhaupt die schwierigste Frage, und welche Hilfe gibt es für pflegende Angehörige. Und das ist auch nötig. Wir haben gehört, 80% der zu Pflegenden werden in der eigenen Umgebung betreut. Das ist auch richtig und sinnvoll, denn wir haben gar nicht genug viele stationäre Pflegeeinrichtungen, um das alles abzudecken. Und letztendlich ist es natürlich auch eine Kostenfrage, auch für uns in den Landkreis. Deshalb ist die Frage, ob wir einen zweiten Pflegestützpunkt, der ja zur Hälfte von der AOK getragen wird, überhaupt keine Frage. Weil hier geht es um Kostenvermeidung für die Sozialhilfekassen. Das kann man einfach mal so sagen. Früher war es doch ganz klar, dass wer gepflegt hat, waren entweder die Ehepartner, das sind sie heute noch, oder auch die Kinder. Und da passiert es oft, dass die Frauen von der Kindererziehung hautnah und direkt in die Pflegesituation hineingeraten können sind und hinterher haben sie gemerkt, wie wenig Rente sie bekommen haben. Heute ist diese Situation anders. Frauen arbeiten Vollzeit und wenn sie daneben noch Pflege übernehmen, was überhaupt eine herausragende Leistung ist, dann brauchen sie Unterstützung und diese Unterstützung müssen wir ihnen bieten. Und deshalb ist es auch so, man muss da auch den Weg finden bis nach Korbach. Und viele Anfragen gibt es natürlich auch im Raum Frankenberg oder Bad Wildung oder Arolsen. Und deshalb ist es auch gut, dass der Pflegestützpunkt jetzt schon außen Termine macht. Besser wäre es aber, um auch die Wegezeiten zu verkürzen, ist doch viel besser, wenn sie Beratung machen in dieser Zeit, dass wir eben einen zweiten Standort bekommen. Und deshalb sprechen wir uns ganz ausdrücklich für die Schaffung eines zweiten Standortes aus. Und dazu gehört auch noch, es wurde eben erwähnt, dass wir dringend auch aufsuchende Beratung vor Ort haben, denn nicht jeder, der in der Pflegesituation ist, ist so mobil, dass er so einfach zum Pflegestützpunkt gehen kann. Deshalb ist das Modell Meine Schwester so gut, denn das passt hier genau in dieses Konzept hinein. Und wir haben auch bei unserem Gespräch im Pflegestützpunkt gemerkt, wie wichtig diese Arbeit dieser Gemeindeschwestern oder Pfleger, wie auch immer man sie bezeichnet, jetzt schon ist. Denn sie können Türen zu Behörden öffnen, sie können die Wege ins Gesundheitswesen weisen, sie helfen, eine Wohnungsumgebung zu schaffen, wo man auch behindertengerecht wohnen kann. Und sie helfen Pflegenden zu vermeiden, dass der Weg ins stationäre System unabdingbar ist. Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Unterstützung für unseren Antrag. Wir glauben, dass dieser zweite Pflegestützpunkt nicht nur finanzierbar ist, sondern er ist sinnvoll und er ist vor allen Dingen auch nötig für unsere älter werdenden Gesundheit. Und es ist unsere Verantwortung, ein Netzwerk zu schaffen, dass wir Pflege zu Hause auch ermöglichen. Herzlichen Dank. Verehrte Damen und Herren, von allem dem, was wir gehört haben, ist das meiste wirklich so zu unterstreichen. Das ist nichts, wo man sagen kann, das trifft nicht zu. Wir haben die Entwicklung im demografischen Wandel vor Augen. Und jeder, der schon mal für Angehörige unterwegs war, Hilfe, insbesondere Pflege brauchte, der weiß, dass die vorrangigen, das sagt jetzt Verpflichteten, das sind nämlich die Pflegekassen und Krankenkassen, eben nur unzureichend nachkommen. Insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass der Landkreis hier mit der AOK Hessen entsprechende Angebote anbietet. Und auch hier von unserer Seite herzlichen Dank an den Pflegestützpunkt, der gute Arbeit leistet. Man muss allerdings auch bedenken, dass das Hauptproblem im Gesundheitsbereich ist, Fachkräfte zu haben. Es nützt nichts, wenn man auf bestehende Leistungsansprüche hinweist,
und vielleicht auch die Leistungsbringer, die in der Region unterwegs sind, entsprechend anspricht, weil man genau weiß, die haben aufgrund der Personalausstattung gar nicht die Möglichkeit, Pflege vor Ort im ambulanten Bereich oder gerade auch Behandlungspflege zu erbringen. Oftmals mit Fahrtkosten verbunden, was natürlich für die Pflegeeinrichtungen wirtschaftliche Probleme bereitet, aber die Zeit fehlt an anderer Stelle. Das ist natürlich eine Wahrheit. Diese Probleme muss sich Bund und Land annehmen. Das können wir hier nicht lösen. Insbesondere gut finde ich die Idee, dass für die pflegenden Angehörigen, wenn durch so einen Pflegestützpunkt geprüft wird, was kann für Hilfe gewährt werden, insbesondere wenn es um die Wohnraumsituation geht, ganz wichtig, oder auch Urlaubskrankheitsvertretung für die Angehörigen. Das sind eigentlich die Kernbereiche, die ich hier als wünschenswert ansehe, die notwendig sind. Und das ist ein ehrenwerter Antrag, den kann man eigentlich nicht von vornherein ablehnen, trotz Bedenken. Natürlich, Personalbedarf der Kreisverwaltung ist unendlich. Wir haben es hier in Kreistagssitzungen auch schon gehört. Die Stellenanzeigen in der Zeitung tun ihr Übriges. Da muss man natürlich fragen, welche Kräfte können da gewonnen werden? Sind sie überhaupt verfügbar? Und hoffentlich nicht wieder auch aus dem Pflegebereich selber, denn die fehlen uns natürlich bei aktiven Pflege. Ich habe das andernorts gesehen, der medizinische Dienst, der seit Jahren unterwegs sind, die rekrutieren sich aus Mitarbeitern aus der Pflege, oftmals in Leitungsfunktionen, und dann wird die Situation natürlich ein Stück weit verschärft. Alles in allem, Antrag ist prüfenswert. Wir sehen auch ganz klar, dass man nochmal analysieren muss, da müssen Zahlen auf den Tisch. Wie ist die Auslastung? Wie ist die Personalausstattung derzeit? Vielleicht gewisse Kategorien auf. Listen, zusammenfassend, in welchen Bereich wird man tätig, und auf der Grundlage dann in den Fachausschuss diskutieren. Insofern würde ich mich auch, das heißt im Freien Wähler, auch dem Antrag der Grünen und auch der FDP uns anschließen, diesen Antrag zur weiteren Prüfung in den Fachausschuss zu überweisen. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will sagen, dass wir uns eigentlich über den Rückenwind freuen, der jetzt in der Debatte zu dem Antrag deutlich geworden ist und nun direkt entschieden und im Ausschuss behandelt wird. Das geht beides, überhaupt kein Problem, das auch im Ausschuss eingehend zu erörtern, um alle mitzunehmen, weil alle wollen wir mitnehmen, damit wir möglichst bald das Angebot des Pflegestützpunktes ausbauen können. Und das erforderlich ist, das ist hier von verschiedenen schon gesagt. Ich will nur zwei, drei andere Bemerkungen machen. Ich habe schon hier gestanden, als wir den Pflegestützpunkt in die Welt gesetzt haben, als wir den gründeten. Claudia Ravensburg, du weißt doch, wie problematisch das seinerzeit war, weil die Anbieter ambulanter und stationärer Hilfeleistungen, die hatten ja große Sorge, dass der Pflegestützpunkt ihnen im Geschäft wegnimmt oder sie nicht mehr mit nötigen Aufträgen versorgt. Das hat sich grundlegend gewandelt. Gewandelt hat sich das einmal deshalb, weil man erkannt hat, der Pflegestützpunkt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Lage, passgenaue persönliche Angebote den Menschen zu unterbreiten und dann entsprechende Pflege oder Betreuung weiter zu vermitteln. Lieber Klaus Gier, natürlich geht es darum, den Pflegebedürftigen oder seinen Angehörigen zu beraten und nach Hilfemöglichkeiten zu suchen, aber es geht nicht immer um ambulante Pflege oder um stationäre Pflege. Es geht oft auch darum, Anregungen, Hilfestellungen zu geben, wie man häusliche Pflege sich erleichtern kann, wie man Netzwerke zu Hause, in der Familie oder in Nachbarschaften organisieren kann. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, die der Pflegestützpunkt heute leistet. Und Herr Schulz-Überhorst, da bin ich bei Ihnen. Solche Projekte wie PORT, PORT begleiten wir seit vielen Jahren, wie Sie wissen, auch mit erheblichen finanziellen Mitteln aus dem Kreishaushalt. Und das ist ja eben ein Projekt, wo wir lernen wollen, ob dieses System in Regen und Diemelsee, vielleicht auch andere Bereiche des Landkreises Waldeck-Frankenberg ausgelegt werden kann, ausgerollt werden kann. Da sind wir ja in der Absprache auch mit Frau Dr. Kappelhoff und in enger Zusammenarbeit. Ja, das kann so eine Entwicklung sein. Und noch eine letzte Bemerkung. Vieles geht ja digital. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegestützpunkt und beim Fachdienst Gesundheit haben die Erfahrung gemacht, dass dieses sensible Thema Pflege und Sorge um die Krankheit
älteren Menschen in aller Regel den persönlichen Kontakt pflegen, das Gespräch, das aufsuchende Gespräch im Vorbach oder wenn es zeitlich einzurichten ist, auch zu Hause vor Ort, weil oftmals auch so eine Initialberatung brauchlich nach dem nichts damit verbunden ist. Ich glaube, aus dem Grunde wäre es gut investiertes Geld, wenn wir uns nochmal beteiligen an einer zweiten Niederlassung des Wegestützbuches. Unabhängig von Ausschussberatung und Themen, soweit wir jetzt kommen, ist ja der Kreisausschuss aufgrund des Beratungsgangs Herr May durchaus in die Lage versetzt, auch jetzt schon mal den Kontakt zu suchen mit dem Sozialministerium, mit der Beratungsstelle bei der AOK und die Verfahrenswege dann anzuleiern und das dann parallel im Ausschuss zu beraten. Also ich glaube, wir tun ein gutes Werk aus den von Ihnen schon allen genannten Gründen, wenn wir uns dieser Aufgabe nähern und den Pflegestützpunkt ausweiten. Danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Antrag gestellt, weil wir dringenden Handlungsbedarf auch in der Grundschulsituation in Frankenberg sehen. Wir haben im Mai, war es glaube ich, mit der Fraktion die Wiegand-Gerstenberg-Schule besichtigt und haben festgestellt, dass das, was wir vorher schon gehört haben, nämlich dass diese Schule energetisch dringend sanierungsbedürftig ist, beziehungsweise Sanierung gar nicht möglich ist, sondern ein Neubaubedarf besteht, weil die Bauweise aus damaliger Zeit, ich will mal sagen, so eine Art Sandwich-Bauweise, eine Sanierung fast ausschließt. Zwischen Fenstern und Fassade, da zieht es durch. Das ist also energetisch eine sehr schwierige Situation in dieser Schule. Gleichwohl hat diese Schule ein herausragend großes Grundstück, sodass es kein Problem wäre, dort eine neue Grundschule zu bauen und währenddessen den Betrieb aufrecht zu erhalten und eine kindgerechte, moderne Grundschule dort zu erstellen. Und gleichzeitig ist der Vorteil, dort besteht die Möglichkeit, auch die Zügigkeit zu erweitern. Und das ist eben bei den anderen beiden Grundschulen im Frankenberger Kernstadtbereich nicht der Fall. Das betrifft einmal die Regenbogenschule. Hier der Kreistag weiß, dass wir darüber schon gesprochen haben und das ist auch schon umgesetzt, dass die Volkshochschule aus der Regenbogenschule in die Hans-Sissmann-Schule gewandert ist, um Räumlichkeiten zu finden, damit das Ganztagsangebot an der Regenbogenschule stattfinden kann. Und damit ist auf diesem Grundstück eben keine weitere Erweiterung möglich. Und letzte Woche haben wir mit der Kreistagsfraktion die Ortenberg-Schule besucht. Die ist in engster Umgebung mit der Edertal-Schule Frankenberg. Und auch dort gibt es keinen Erweiterungsbedarf, ganz im Gegenteil, die Schule hat sehr viele Grundschüler und Platz dort auch aus allen Nähten. Von daher sehen wir weiteren Entwicklungsbedarf in Frankenberg, denn wir wissen, es wird wieder ein neues Baugebiet erschlossen und dann haben wir auch gute Erfahrungen mit übergreifenden Schulbezirken, sodass es dann sicherlich machbar wäre und sinnvoll ist, dass die Schülersteuerung so funktionieren würde, dass die Wiegand-Gerstenberg-Schule dann zu Erweiterungsmöglichkeiten hinzu zur Verfügung steht. Dazu möchte ich auch sagen, dass ja der Schulentwicklungsplan neu geschrieben wird und die CDU und SPD haben auch diesen Antrag deshalb gestellt, dass das natürlich dann auch bitte schon im Schulentwicklungsplan berücksichtigt wird. Zudem erinnere ich, dass wir schon einen Haushaltsantrag letztes Jahr gestellt haben, sodass auch ausreichende Planungsmittel im Haushalt sind. Vielleicht kann der Landrat uns nachher noch mal informieren, ob es dort schon den Startschuss zur Planung gegeben hat. Und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir an der Ortenberg-Schule auch mitgenommen haben, dass es auch eine begrenzte Schulhofsituation dort. Wir haben ja eine Grundschule und eine Haupt- und Realschule unter einem Dach, die auch in den Pausen unterschiedliche Spielbereiche haben sollten. Für die Mittelstufe gibt es einen Schulhof, der auch zum Catering den Transport des Essens über den Schulhof rüber gestatten lassen muss, weil es nicht anders funktioniert.
Wir würden vorschlagen, würden den Kreisausschuss bitten, einfach mal Farbe zur Verfügung zu stellen. Die Schulhofgeschaltung könnte dort mit, wie wir es auch zum Beispiel in Hatzfeld auch schon haben, mit Spielflächengestaltung, mit wenig Farbe und wenig Geld, aber viel Wirkung, dort schon einen Punkt zur Attraktivierung dieses doch sehr touristischen Schulhofs beitragen. Wir möchten auch darauf hinweisen, auch dass es auch an dieser Schule noch Investitionsbedarf gibt, weil auch da in der Grundschule wollen wir uns ja zur Ganztagsschule entwickeln. Und da haben wir im Moment gar keine Räumlichkeiten, die nur für den Ganztag sind. Vielleicht kann man prüfen, ob auf der Kantine drauf noch aufgestockt werden können, um zumindest für den Ganztag Räumlichkeiten zu finden. Denn es ist eine Schule, wo auch das Mittagessen und der Ganztag sehr stark in Anspruch genommen wird. Und um diesen Schülern gerecht zu werden, müssen wir halt überlegen, trotz des Rieseninvestitionsprogramms, wie wir solche Dinge auch noch verwirklichen können. Herzlichen Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Antrag von CDU und SPD heute Rechnung tragen. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Die Grundschulsituation in der Stadt Frankenberg hat durch steigende Schülerzahlen und damit verbundene Raumnot eine völlig neue Brisanz bekommen. Für alle, die die Schulsituation in Frankenberg nicht so genau kennen, möchte ich sie kurz skizzieren, vor allem im Grundschulbereich. Wir haben die Wiener-Gerstenberg-Schule, die Grundschule der Ortenberg-Schule, die Regenbogenschule, die Grundschule Geismar und die Grundschule Rottenau. Lassen Sie mich mit den Schulen beginnen, die im Moment weniger Raumprobleme haben. Als erstes wäre hier die Grundschule Rottenau zu nennen, die im Moment keine Raumprobleme hat, weil sie früher eine Grund- und Hauptschule war mit entsprechenden Angeboten im räumlichen Bereich. Die Grundschule Geismar, diese eintypige Grundschule, bei ihr steht noch eine Containerlösung für zwei Betreuungsräume und eine Cafeteria im Rahmen des Paktes für den Nachmittag an, die in Arbeit ist. Kommen wir zur Regenbogenschule in Frankenberg. Frau Ravensburg hat es schon angesprochen. Diese zwei- bis dreizügige Grundschule hat schon Raumprobleme und deswegen, wie schon gesagt, muss die geplante Cafeteria in die Räume der angrenzenden Volkshochschule einziehen, die wiederum auch sehr schwer auf diese Räume verzichten kann. Zudem liegt in unmittelbarer Nähe dieser Schule das Neubaugebiet Bockental 2 mit ca. 160 Bauplätzen, das weitere Zuzüge von Familien erwarten lässt, deren Kinder die Regenbogenschule gar nicht mehr aufnehmen könnte. Und eine Erweiterung des Gebäudes ist aufgrund des begrenzten Grundstückes hier nicht möglich. Auch die Ortenbergschule Frankenberg hat Frau Ravensburg schon angesprochen. Diese Verbundschule mitten in Frankenberg hat keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Schülerzahlen steigen hier ständig durch Zuzüge, Rückläufer und Rückläuferinnen aus anderen Schulformen. Und wie Sie der Presse heute Morgen auch entnehmen konnten, augenblicklich drei Intensivklassen müssen im neuen Schuljahr auf vier erweitert werden. Deshalb werden hier schon Überlegungen angestellt, die Auslagerungen von Klassen in die Friedrich-Bost-Förderschule in Frankenberg eventuell ins Auge zu fassen. Kommen wir zur Wiener-Gerstenberg-Schule. Diese Schule entstand 1971 als einer der modernsten Schulbauten mit einer völlig neuen Metallkonstruktion aus verschiebbaren Wandelementen. In den folgenden Jahren hat sich herausgestellt, dass eine solche Bauweise unter anderem eine große energetische Herausforderung darstellt. Sowohl Wände als auch Fenster, wie schon berichtet, sind nicht wirklich dicht, sodass hohe Heizkosten entstehen und es im Winter trotzdem kalt ist. Im Sommer führen die großen Fensterflächen dagegen zu hohen Raumtemperaturen, die kostenintensive Beschattung erfordern und durch die klimabedingten Wärmeperioden ein Zukunftsproblem darstellen werden. Trotz Sanierungsmaßnahmen konnte hier keine wesentliche Verbesserung erreicht werden. Außerdem sind die Räume extrem hellhörig, sodass ein erhöhter Bedarf an Schallschutzmaßnahmen besteht. Ein weiteres Problem ist, ich sage es einfach mal, der Mäusebefall, der in dieser Schule auch vorgekommen ist, nur um zu beschreiben, dass dieses Gebäude wirklich weit von Sanierungsmöglichkeiten entfernt ist.
denn diese kleinen Acker kommen aus den benachbarten Wiesen und Feldern und haben es geschafft, viele Zugangsmöglichkeiten zu den Klassenräumen zu schaffen, sodass hier die Kammerjäger schon im Einsatz waren, das Problem aber immer noch besteht. Weiterhin möchte ich nennen, dass Toiletten fehlen für die Schülerinnen und Schüler, sodass es dann vor allem nach den Pausen zu Warteschlangen vor den Toiletten kommt und die Kinder natürlich dann noch etwas später in den Unterricht kommen. Letzter Punkt von mir. Als Fluchtausgang gibt es nur den Haupteingang. Es hat zwar jeder dieser Klassenräume in dem ebenerdigen Gebäude eine Tür nach außen, das sind aber keine Fluchttüren, sodass auch hier gearbeitet werden müsste und wie gesagt, die Schüler haben nur einen recht engen Fluchtweg, um aus dem Haupteingang dann in dieser Form sich nach außen zu bewegen. Das heißt also, das sind nur die prekärsten Punkte dieses Gebäudes. Das heißt also, ein Neubau steht ohne Frage an, ist eine große Herausforderung und sollte möglichst unter Einbezug aller Beteiligten vor Ort erfolgen. Denn hier ist Transparenz und gute Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Arbeit unabdingbar. Um auf den Antrag zurückzukommen, die Haushaltsmittel für die Planung sind bereits seit 2022 bereitgestellt. Die steigenden Schülerzahlen bedingen eine ständig wachsende Raumnot der Frankenberger Grundschulen. Da weder die Regenbogenschule noch die Ortenbergschule bauliche Ausweitungen möglich machen, ist ein Neubau der Wichern-Erstenberg-Schule mit einer entsprechenden Erweiterung, die den Mehrbedarf abdeckt, unbedingt notwendig. Ja. Da jeder weiß, dass eine solche Baumaßnahme nicht von heute auf morgen umzusetzen ist, muss unverzüglich in die Planung eingetrieben werden. Das hat für uns Priorität. Und um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, es geht uns nicht darum, ständig einzelne Schulen in den Fokus zu rücken, sondern es geht darum, die Planungen, für die bereits Haushaltsmittel eingestellt wurden, voranzubringen. Im Blick behalten muss man natürlich auch hier Schulentwicklungsplan, Steuerung der Schulbezirksgrenzen, um eine ausgewogene Ausstattung der Schulen zu gewährleisten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Kreistages, sehr geehrte Kreisausschussmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von den antragstellenden Fraktionen, und insbesondere liebe Kollegin Ravensburg und Müller-Peters, die Sie hier den Antrag begründet haben. Dem Schulausschuss wurde in seiner Sitzung am 13. März, also vor einer Woche, ein detaillierter Arbeitsplan für Neubauten, Erweiterungen, Modernisierungen und Sanierungen für die Jahre 2022 bis 2026 vorgelegt. Die Presse hat darüber berichtet. Wir mussten im Ausschuss dabei hören, dass bei einer vollen Planstellenbesetzung im Fachdienst Gebäudewirtschaft von den geplanten 22 größeren Projekten pro Jahr realistischerweise 8 schaffbar sind. Es sind derzeit aber nicht alle Stellen besetzt. Und es werden auch nicht alle Stellen besetzt werden, weil kein Fachpersonal zu finden ist. Jedenfalls nicht zu dem Tarif, den der Landkreis bezahlen will oder kann. Und in dieser Situation treten nun verschiedene Fraktionen dieses Kreistages auf und bringen einzelne problematische Schulstandorte zur Sprache. Wir hatten Gottelsheim beim letzten Mal, heute haben wir Frankenberg und Twistetal. Bemerkenswert ist auch, dass der Druck, der aufgebaut wird, doch schnell für einzelne Standorte Lösungen zu finden, Konzepte zu entwickeln, jetzt bei diesem Antrag von den beiden Fraktionen kommt, die sich noch sehr schwer getan haben, vor geringer Zeit das Personal im Kreistag aufzustocken. Ich bin sehr froh, dass Sie damals über Ihren Schatten gesprungen sind und neu nachgedacht haben und dem Haushalt zugestimmt haben. Aber von der Zustimmung zum Haushalt ist das Personal eben noch nicht gefunden worden. Beide Fraktionen haben Vertreter im Schulausschuss, welche sowohl die vorgesehenen Maßnahmen zur Kenntnis nehmen konnten, als auch die Versicherung des Landrates und der Fachabteilung, dass dieser Arbeitsplan mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Personal eben nicht zeitgerecht abzuarbeiten ist. Die Erstellung eines Konzeptes für den Neubau der Wichern-Erstenberg-Schule ist Teil dieses Arbeitsplans, und zwar vorgesehen für 2023 ohnehin. Die Arbeit am Schulentwicklungsplan läuft und befindet sich derzeit in dem Stadium,
dass die Schulgemeinden und die Standortgemeinden mit dem Fachdienst Schulen sich austauschen und erste Planungen erstellen. Sie haben sehr eindringlich und auch Gänsehaut erzeugend die Situation in Frankenberg geschildert. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir noch mindestens 6 andere Schulstandorte im Landkreis haben, die ähnlich dringlich einer Abhilfe der Situation bedürfen. Und wenn Sie meinen, dass Sie Frankenberg jetzt vorziehen müssen oder wenn die Freien Wähler nachher dafür plädieren werden, dass ganz schnell für Twiste eine Planung entsteht, dann müssten Sie auch sagen, welche der bereits in Gang befindlichen Projektverwirklichung und Projektplanung Sie denn dann zurückstellen wollen. Soll das dann Geismar sein oder Boffendorf oder Helsen oder Bad Bildungen? Das läuft schon alles jetzt, aber das kann eben nicht zeitgleich mit den neuen Konzepten für die beiden jetzt in Frage stehenden Standorte passieren. Und deswegen meine ich, müssten Ihre Wünsche hinsichtlich Frankenberg, und später sage ich dasselbe nochmal zu Twiste, oder vielleicht kann ich es mir auch sparen, das nochmal zu sagen, deswegen müsste das im Ausschuss auf jeden Fall gründlich beraten werden, welche Veränderung der Prioritätenliste, die wir von der Kreisverwaltung erhalten haben, wir denn vornehmen wollen, damit wir die Konzeption für Frankenberg jetzt so schnell vorziehen, wie Sie das hier vorschlagen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ulrich von Natursitz, wir saßen letzte Woche im Schulausschuss nebeneinander und haben wahrscheinlich sehr viele ähnliche Schlüsse gezogen. Deswegen kommt jetzt vielleicht noch ein Teil Wiederholung. Zuerst einmal ist es natürlich eine erfreuliche Entwicklung, dass wir steigende Schülerzahlen in Frankenberg haben. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, dass unser Nachwuchs auf jeden geschaut wird und dass wir da auch neue Möglichkeiten bieten. Und ein Neubau an der Wiegand-Gerstenberg-Schule, muss man einfach sagen, macht Sinn. Wir haben ja letzte Woche im Schulausschuss, und Ulrich von Natursitz hat es gerade gesagt, gehört, dass die Planungen für die Bauprojekte bis 2026 laufen. Und dort kam bereits die Info, dass an der Wiegand-Gerstenberg-Schule bis 2026 ein Neubau entstehen soll. Mit den Problemen, die gerade beschrieben worden sind, Kapazitätsmangel etc., da muss man natürlich dann, und die Frage habe ich letzte Woche auch gestellt, Prioritäten setzen. Wie priorisieren wir das Ganze? Und das ist eine wichtige Entscheidung. Und dann kommt jetzt der Antrag von CDU und SPD, die dann sagen, ja, wir wollen die Grundschulsituation, weil sie in Frankenberg wichtig ist, priorisieren, so verstehe ich den Antrag. Und dann kann man dem Ganzen auch sicherlich zustimmen. Allerdings, und so geht es mir dann auch, es ist ja löblich von vielen Fraktionen hier Anträge zu den einzelnen Schulen zu stellen und Vorschläge für Schulgebiete zu machen. Vielleicht soll dadurch auch noch ein bisschen mehr Druck auf die Verwaltung ausgeübt werden. Aber auf der anderen Seite merken wir auch, alle, die letzte Woche im Schulausschuss dabei waren, dass da die Arbeit bereits gemacht wird und dass die Arbeit auch gut gemacht wird. Und da sollten wir uns ein Stück weit drauf verlassen. In der Sache kann man dem Ganzen zustimmen. Allerdings sollten wir jetzt nicht mit Rosinenpickerei anfangen und dann bei der nächsten Kreistagssitzung, die nächsten 2 Schulstandorte, die wir haben, der Schulentwicklungsplan ist am Laufen. Und als Ehrenrettung für die beiden antragstellenden Fraktionen muss man sagen, ist euer Antrag natürlich vor den Ergebnissen aus der Schulausschüsse zu setzen. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, eingangs möchte ich nochmal dankbar hervorheben, dass der Neubau der Wiegand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg sowohl in das Investitionsprogramm, dort ist es verankert, als auch seinen Weg gefunden hat, in den Schulentwicklungsplan. Auch hier hat er schon Eingang gefunden. Das haben wir, wie eben von meinem alten Vorredner dargestellt worden ist, schon im Schulausschuss gehört. Das Ganze auch in Bezug auf die steigenden Grundschülerzahlen in Frankenberg, ebenso auf die begrenzten Voraussetzungen der Ortenbergschule und der Regenbogenschule, aber auch dem geschuldet, wie es baulich ist, wie die Grenzen der Zumutbarkeit sind. Daher resultiert auch, dass in allen Dingen eine gewisse Dringlichkeit da ist und dass auch auf eigene Maßnahmen gegebenenfalls einmal aufmerksam gemacht werden muss. Und in meinem Augen ist das sowohl bei dem Antrag der CDU-SPD als auch bei unserem Antrag, den Freien Wählern, im Bereich Twistetal der Fall. Sicherlich unterliegen alle Maßnahmen, die wir planen und die uns vorgestellt worden sind im Schulausschuss, gehören alle Maßnahmen,
die vorerst auch bis 2028 geht meine Planung, geplant sind, umgesetzt werden sollen, alle wertig. Die einen mehr, die anderen weniger. Es ist auch möglicherweise in dem einen oder anderen Fall strittig, auch das gebe ich zu, aber es ist so und es bleibt nichts anderes übrig, als aus aktuellen Erkenntnissen heraus zu priorisieren. Und das tun wir. Und das ist eigentlich so bezeichnend für unseren Kreistag und hier möchte ich auch noch eine Lanze brechen. Wir tun etwas. Und wir tun eine ganze Menge für unsere Schulen und für die Bildung hier im Kreis. Mit einem perspektivischen Volumen von 75 Millionen Euro liegen wir mit Sicherheit sehr weit vorne in dem Bereich, was andere Landkreise in Sachen Bildungspolitik so tun. Und damit ist auch nicht nur die Reihenfolge die maßgebliche oder das ausschlaggebende Element, sondern der Hauptpunkt ist in der Tat, wir tun etwas, wir tun es schnell und vor allem wir tun es auch weiter. Das halte ich für sehr wichtig. Wir haben nämlich nicht so viele Ressourcen, wir haben eigentlich nur die Bildung. Also lassen Sie uns auf diesem Weg weitergehen und die Voraussetzungen für Bildung und Weiterbildung bei uns im Landkreis weiter fördern, weiter verbessern. Das ist hier bei den Anträgen der Fall, das sehe ich einfach so, das interpretiere ich so und wir werden dem Antrag der CDU, SPD so gerne unsere Zustimmung erteilen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe sehr aufmerksam die Begründung des Antrages natürlich wahrgenommen und auch die Stellungnahme dazu. Ich glaube, uns eint die Erkenntnis, dass wir im Bildungsbereich investieren wollen und müssen. Das ist übrigens auch Grundkonsens, so wie ich es wahrgenommen habe, seit vielen Jahren und dem will ich mich auch grundsätzlich anschließen. Der Antrag beschreibt zutreffend in der Analyse, wie die Situation sich darstellt. Wir haben tatsächlich nur einen Schulstandort, der zukünftig als wirklich als Lastesel die Aufgaben zu stellen haben wird. Das ist die Johann-Gerstenberg-Schule. Die anderen Standorte sind nicht entwicklungsfähig, wie es hier auch schon zutreffend beschrieben worden ist. Deshalb ist es auch schon Bestandteil des Bauprogramms, übrigens auch nicht seit gestern. Und ich möchte mal deutlich betonen, dass die Verwaltung auch im Rahmen ihrer Kräfte und Umsetzung dort entsprechend arbeitet. Wichtig ist mir auch, dass wir, wenn wir so agieren, dies auch immer strikt abstimmen mit der Standortkommune. Auch das ist bereits geschehen, weil wir nicht nur über ein Bauprogramm sprechen, wir sprechen auch über Schülerlenkung und die strategische Entscheidung Richtung eines Neubauvorhabens wie der Gerstenberg-Schule heißt eben auch Bestandssicherung der übrigen Schulen und damit auch Bestandssicherung der entsprechenden Einzugsbereiche. Das gilt es sorgfältig abzuwägen und natürlich ist das auch zentraler Baustein in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans. Die jetzt von uns festgestellte Bedürftigkeit und der Bedarf eines Neubaus als Alternative zu einer Sanierung/Erweiterung ist auch eine wichtige Chance. Auch das muss man, glaube ich, nochmal deutlich herausstellen. Bei Sanierungsvorhaben kann man Bildungsqualität nur in einem bestimmten Rahmen realisieren. Bei einem Neubau kann man neu denken. Das haben wir, glaube ich, jetzt sehr anschaulich auch gesehen in der Schulausschusssitzung, wie das in einem Beispiel des Neubaus der Berliner Schule dort auch möglich sein kann und auch wird. Deshalb auch ein klares Bekenntnis dieses Kreistages zur Weiterentwicklung des Bildungsangebotes in Frankenberg. Auch das ist, glaube ich, ein gutes und starkes Signal. Jetzt zu dem kleinen Aber, das ich an dieser Stelle auch betonen möchte. Die Vielzahl der Projekte, die vorhandenen Ressourcen sind eben endlich, das geht es zu einem klugen Vorgehen zusammenzuführen. In dem Ihnen vorgestellten Bauprogramm haben wir für 2023 den Projektstart für die Johann-Gerstenberg-Schule vorgesehen. Das wollen wir so auch umsetzen. Allein, dass wir jetzt von Antrag zu Antrag, Beschlussfassung zu Beschlussfassung springen mit entsprechenden Fristensetzungen, das geht nur bedingt in die richtige Richtung. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wir sprechen hier von einem Neubauvorhaben, eine vierzügige Grundschule, ohne jetzt hier schon Zahlen im Raum zu stellen. Ist das ein umfangreiches Planungsszenario, das auch entsprechende Verfahrensvorschriften zur Anwendung bringt? Ich will sagen, bei einem solchen Bauvorhaben müssen wir die Architektenleistung, die wir benötigen, um die Planungsergebnisse vorlegen zu können, müssen wir vergaberechtlich sauber abarbeiten. Allein dieses Verfahren, darauf hatten wir im Schulausschuss beispielhaft hingewiesen, beansprucht 6 bis 8 Monate. Danach fangen wir an, die Planung dann umzusetzen und können dann, wenn die Architekten fertig Arbeit geleistet haben, das dann gerne auch in den Gremien vorstellen und diskutieren. Das heißt mit anderen Worten, die Fristsetzung ist nicht zu halten, technisch nicht zu halten.
Nein, passt mir nicht, dann haben wir den Auftrag vergeben an die Architekten, die dürfen dann einfach nochmal arbeiten. Und wir sprechen hier vermutlich von einem zweistufigen Verfahren, weil wir einen großen Neubau am Bestand planen. Ja, und müssen wir auch durchdeklinieren, ob gleichzeitig der Schulbetrieb am Standort möglich ist oder wir andere Szenarien entwickeln müssen, sodass wir eher von 8 Monaten Verfahren sehen, Vorstudie und dann nachher Vergabe der Architektenleistung und dann beginnt der Planungsprozess. Das heißt, wir werden im September keine Ergebnisse sehen können, selbst wenn wir morgen anfangen würden, es anzustoßen. Mein Werben, etwas entspannter mit Fristensetzung umzugehen, sich stärker zu fokussieren auf die inhaltliche Priorisierung, das haben wir alles wahrgenommen, da gibt es auch gar keinen Wertungswiderspruch. Die Gerstenberg-Schule hat neben anderen bedeutsamen Projekten auch hohe Priorität. Das gilt allerdings auch für viele andere Projekte dieser Art. Und was ich gerne vermeiden möchte, und vielleicht können Sie sich da auch in der Diskussion anschließen, ein Wettbewerb der Schulstandorte untereinander auf der Prioritätenliste gilt es, glaube ich, zu vermeiden. Das ist immer eine Debatte, die wir alle nicht erfolgreich führen können. Was die Fraktionen zu Recht erwarten können, und dem wollen wir uns gerne auch stellen, ist eine Diskussion im Detail, auch gerne in den Gremien, in den Ausschüssen. Das sollen wir gerne auch tun, damit wir transparent erklären, warum, was, in welcher Reihenfolge, in welcher Zielrichtung geschehen wird. Das machen wir gerne. Fristsetzung wäre für mich das Maß, was ich als letzte Option im Blick nehmen würde. Mein Werben dafür zu einem etwas entspannteren und eher inhaltsbezogenen Vorgehen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich denke, da sind wir uns in der Grundrichtung mehr als einig, wie wir dort vorgehen wollen. Ich möchte doch auf den ein oder anderen Wortbeitrag noch mal kurz hinweisen und Ihnen noch mal darlegen, wo wir uns heute befinden. Denn die Weiterentwicklung des Grundschulangebotes in Frankenberg, damit beschäftigen wir uns ja nicht erst seit heute hier im Kreistag oder in der Antragstellung des Antrags. Nein, die Frau Ravensburg hat es in der Begründung gesagt, seit 2021 beschäftigen wir uns mit nicht nur erst mit den Grundschulen in Frankenberg, sondern mit der aktuellen Not in Frankenberg, die dort gegeben ist durch die steigenden Schülerzahlen. Und seinerzeit haben wir dann für den Haushalt 22 schon Planungskosten eingestellt und die möchten wir dann doch gerne mal umgesetzt haben und angegangen haben, sodass die Planung dort auch starten kann. Und der Landrat, wir haben mit Erfreuen festgestellt, dass der Schulausschuss die letzten 2 Wochen getagt hat und dort die Planungsphase vorgestellt wurde. Vielen Dank dafür. Das ist auch in unserem Sinne, das ist auch der richtige Weg. Und man muss mal dazu sagen, die Anträge, die wir in den letzten beiden Kreistagssitzungen gestellt haben, sowohl Lichtenfels-Bad-Bildung wie jetzt auch Frankenberg, sind alles Planungskosten aus dem Jahr 22 und keine neuen Dinge. Also wir haben uns mal dort spätestens 21 mit Lichtenfels und mit Frankenberg beschäftigt und mit dem Berufsschulstandort Bad Wildungen haben wir schon ein paar Jahre davor begonnen, wie wollen wir es machen. Da gab es ja schon verschiedene Standorte zu diskutieren. Also da ist schon ein Prozess, der länger bewegend ist. Insofern möchten wir nur sicherstellen, dass die Planung jetzt auch umgesetzt wird, dass es angegangen wird, das haben Sie signalisiert. Und da sind wir natürlich bereit, dort auch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir wollen dort keinen Wettbewerb machen, sondern wir wollen der ganze Kreistag, denke ich, im Sinne der Kinder handeln und nicht nur der Grundschulen, sondern alle unserer Schulen, die wir dort haben. Und wenn wir das in den Schulentwicklungsplan dann auch mit aufnehmen, ja, dann sind wir da, denke ich, alle zufrieden und auf einem richtigen Weg. Aber heute, das wollen wir dann auch erstmal gucken, ob das in dem Sommer passiert. Dann würden wir dann unsere Frist auch zurücknehmen. Aber heute, denke ich, sollte der Antrag mal so beschließen, wie er denn dort ist. Sollte sich das alles so bewahrheiten, dann sind wir sehr gerne im Gesprächsbereich.